Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Assembly. Wir sind wieder Madeline Stone, die Tochter des Todes. Guten Tag, Madeline. Ich bin Dr. Chavez. Ja, Sie haben mich doch letzte Woche angerufen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich mit der Wissenschaft fertig bin, wie die Wissenschaft mit mir. Wir haben gesehen, dass Sie vorhaben, Lehrerin zu werden. Ein ehrbarer Beruf, keine Frage. Doch hier können Sie doch so viel mehr erreichen bei The Assembly. Ich habe da so meine Zweifel, ob mich das College in der Stadt wegen eines Vorstellungsgesprächs gleich entführt hätte. Alle Kandidaten durchlaufen die Testprozedur, wie ich auch vor vielen Jahren. Nun, wenn Sie dann soweit sind, können Sie durch die Tür gehen. Ich bin noch nicht so weit, ich möchte mich erstmal ein bisschen umschauen hier. Leere Schubladen, leere Schubladen, leere Schubladen. Oh, ich wollte eigentlich die obere auch leer. Machen wir wieder zu. So, wir schauen erstmal alles an hier. Okay, alles leer. Zeitung, Telefon, ein Reisekoffer, ein Bett. Wir können noch ins Bad und da können wir raus. Standby for Information Services. So, ein bisschen Wasser. Gehen wir erstmal ins Bad. Haben wir keine Dusche? Nun Klo und ein Waschbecken? Wie sollen wir uns denn vernünftig waschen? Okay. Okay, dann. Jetzt gibt es wohl kein Zurück mehr. Wunderbar. Fahren Sie fort. Und bitte lassen Sie mich die Erste sein, die Sie in unserer Anlage willkommen heißt. Ja, kein Willkommen ist so herzlich wie eine gepflegte Entführung. Eine normale Vorsichtsmaßnahme. Die Arbeit, die wir hier leisten, ist äußerst sensibler Art und zudem streng geheim. Also, was ist, wenn ich beschließe, dass ich doch nicht diesen Job will? Unterziehen Sie mich dann einer Gehirnwäsche? Mein Gott. Genau das, oder? Das ist alles sehr vielversprechend, Madeline. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe. Und krass. Sie wollen mich durch Ringe springen lassen. Die Methoden von The Assembly sind oft eher unorthodox. Das ist der Stuhl, in dem wir im Intro immer rumgefahren sind. Oder rumgefahren wurden. Was sind das für Tests? Was müssen wir für Tests machen? Ich muss sagen, ich hätte etwas Medizinischeres erwartet. Aha. Ihre medizinische Kompetenz steht nicht in Frage. Doch wir müssen wissen, wer Madeline Stone ist. Und diese Ziele wären? Wenn Sie soweit sind, ziehen Sie den Reset-Hebel rechts, um mit dem Test zu beginnen. Okay, da muss ich dran ziehen. Ich muss zuerst den Reset-Hebel ziehen. Okay. Okay. Es ist sehr schön. Mit dem Joystick vor Ihnen können Sie den gelben Würfel zu seinem markierten Ziel befördern. Ach, das ist alles? Geduld. Wir müssen Ihre Sinne neu konzentrieren. Sie waren über 18 Stunden lang sediert. Drücken Sie LB zum Tauschen von Blöcken. Da komme ich wahrscheinlich nicht vorbei, oder was? Nee, da komme ich nicht vorbei. Kann ich hier mit dem Gelben, diesen anderen Gelben da wegmachen oder so? Ah, okay. Dann kann ich jetzt mit dem Blauen... Okay, die dürfen auch nicht so nah aneinander sein. So, dann macht er den weg. So, und dann den da drauf, ja? Yay! Soll das wirklich ein Test für mich sein? Oder wollen Sie mich bloß mit Ihren schwebenden Klötzchen beeindrucken? Diese schwebenden Klötzchen nutzen eine niederenergetische Abstoßungstechnologie, die in eben diesem Gebäude entwickelt wurde. Ich nehme das mal als Ja, okay? Ah, ich bin noch dran, okay. Welchen Block? Ich kann nur diesen gelben bewegen, okay. Ah, warte, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann geht der... Ah, und jetzt kann ich die Lila bewegen? Okay, verstehe. So. Na. So, und jetzt den Lila hier unten drauf. Und dann können wir den Gelben nämlich da drauf parken. Okay. Ein bisschen puzzeln. Wissen Sie, all das wird nicht gerade billig sein. Wenn Sie nicht von der Regierung sind, wer finanziert Sie dann? Manche unserer Projekte, wie die Abstoßungstechnologie, haben sich als lukrativ erwiesen. Doch wir arbeiten für den Fortschritt, nicht für Profit.
Und jetzt fahren Sie bitte fort. Ja, bin dabei. So, stehen. Ah, okay, ich war ein zu hoch. Ich wollte gerade sagen, warum fährt der nicht? So, und jetzt den gelben, dann können wir den einfach da drauf, oh, da drauf parken. Okay. Es geht ja alles noch ganz gut bisher. Also, wie war ich? Das war's. Alles zu seiner Zeit. Ihr Weg ist frei. Gehen Sie auf die andere Seite, um den Test abzuschließen. Okay, kann ich einfach so hier drüber laufen? Entspann dich einfach. Es ist völlig stabil. Ja. Okay. Nun, das ist mit Sicherheit das seltsamste Vorstellungsgespräch meines Lebens. Aha. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den Job überhaupt will. Oh, hätte ich fast noch ein Wasser trinken können, aber... Okay, also sie ist diese Testperson und der andere, hier, Caleb Pearson, er arbeitet da, er führt da Tests durch. Kenntnis nur bei Bedarf. Okay. Jetzt sind wir wieder eher nach dem Ladebildschirm. Und wie war der Code der Tür? 2187? Okay, Chavez. Mal sehen, was du vorhast, bevor irgendwer vor lauter Langeweile von den Tests wieder zurück an die Arbeit geht. Okay. Ah, 217. Ach, stellen Sie Ermittlungsleiter Chavez Privatbüro an. Okay. Hand Sanitizer und Alkoholgel. Ist das hier die Tür? Ich muss Chavez Büro durchsuchen. Aber wo ist Chavez Büro? Da, 2F. Okay, you are here. Also müssen wir... Muss das irgendwo hier sein? Das ist ein Labor. Moment, das ist ja gar nicht Chavez Büro. Nee, das weiß ich aber auch. Also welchen Code meint der Anton? Okay, Chavez. Mal sehen, was du zu verbergen hast. 2, 1. Verdammt. Ach, verdammt. Ich muss den falsch eingegeben haben. Habe ich mir das falsch gemerkt? 2, 1, 7, 8. Und ich bin drin. Okay, dann schauen wir uns mal in Ihrem Büro um. 2F-Büro, Dr. Chavez. Erstmal Wasser. So. Was haben wir denn in Schubläden? Natürlich nichts. Schubladen, Entschuldigung. Alles leer hier. Was ist denn das, was sind das für Büros, wo einfach nichts in den Schubladen ist? Die stellen immer noch Fotokopierer her. In welchem Jahr sind wir überhaupt? Kann man noch Musik ändern? Die Frau eines Logikers bringt ein Kind zur Welt. Sie fragt, ist er ein Junge oder ein Mädchen? Der Logiker sagt ja. Ha, 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 ha. Elizabeth, mir liegen widersprüchliche Berichte zu Ihren Projektdaten vor. Ich hoffe, mein Vertrauen in Sie war nicht unbegründet. Lassen Sie uns ein Treffen nach Dr. Stones Tests ansetzen, um das zu klären. Okay. Wenn es sich dabei um das gleiche Projekt handelt, dann weiß der Direktor schon Bescheid. Verdammt. Okay, okay, okay. Ach, guck mal, sie hat das... Moment, Cassius F? Wir waren doch erst bei Cassius D, als ich den Stecker gezogen habe. Ich weiß nicht, ob ich unten oder oben anfangen soll. Aber das hat sie auch nicht daran gehindert, das freizugeben. Was, Herr Direktor? Na, wir fangen mal unten an. Archiviert AWAWAWPP-Freigabe. Elizabeth, ich habe endlich die Zeit gefunden, mir diese Prognosen anzusehen. Mir ist noch immer nicht hundertprozentig wohl bei dem Gedanken, Projekte wiederzubeleben, die wir schon einmal eingestellt haben. Aber wenn Sie wirklich überzeugt sind, Cassius so weit zu verfeinern, dass wir die Heilungsrate steigern und die Mortalitätsrate signifikant senken können, Zitat von Ihnen, dann müssen wir natürlich fortfahren. Projekt Pinfeather ist hiermit genehmigt. Vergessen Sie nur nicht die Ideale von The Assembly, das hier ist ein Marathon, kein Sprint. Ich habe Ihre Aufzeichnung gefunden, Dr. Chavez. Ich habe... War das jetzt an Dr. Chavez? Nee, an Dr. Chavez von Dr. Ming, okay. Ich habe eine Ihrer Audiorekorder unter meinem Akten beim Interdisziplinaren Studien gefunden. Ihr Büro war abgeschlossen, also habe ich ihn in einen freien Spind getan. Und bevor Sie fragen, ich weiß selbst, dass es mich nichts angeht, was Sie darauf haben. Okay, Antwort Pinfeather. Einsatz auf Calico Island. Was zur Hölle machen die da bloß? Okay, Zeit, so viel wie möglich über Projekt Pinfeather rauszukriegen.
handfeste Beweise finden und zum CDC bringen, ohne dass das hier jemand rausbekommt. Wie schwer kann das schon sein? Eben, es muss noch einfach mehr Daten in den Laboren geben. Ich brauche Chavez Keycard, um reinzukommen. Ob sie die wohl hier irgendwo gelassen hat? Und das Memo-Headset kann alles speichern. Na, sehr praktisch. Aufnahme. What? Okay. Antwort Pinfeather Mortalität. Lucas, wir werden unsere Daten hier entsprechend aktualisieren und uns die mutierte Probe ansehen, die sie uns geschickt haben. Doch die Arbeiten an Standort 2 auf Calico Island gehen wie geplant weiter. Die zweite Charge Vögel, die den F-Stamm in sich trägt, ist bereits unterwegs. Und wenn die Mortalität bei Menschen nicht höher als bei Caches D liegt, besteht kein Anlass zum Einfrieren unserer Aktivitäten. Pinfeather Mortalität. Die ersten Resultate von Caches F sind nicht signifikant anders als die des D-Stamms. Die Infektionsraten innerhalb von 5 Kilometern um Standort 1 sind 82% bei Vögeln und 63% bei Menschen, wobei die Heilungsraten bei 87 bzw. 72% liegen. Allerdings liegt die menschliche Mortalität nach Caches auch weiterhin bei 88%. Bei einer gewissen Fehlertoleranz sind diese Daten mit denen von Caches D vergleichbar und das Ergebnis ist hier ist besorgniserregend. Ich empfehle das Einfrieren unserer Aktivitäten am Standort 2, bis wir diese Mortalitätsraten senken können. Okay. So, komme ich wieder raus. Wir brauchen ihre Keycard. Ob jetzt zufällig was in den Schubladen ist? Ich weiß nicht, ob das Spiel so funktioniert. Nee, scheinbar nicht. Okay, wir brauchen ihre Keycard. Kann ich hier irgendwo... Die stellen immer noch Fotokopierer her? Sind das... Nee, ist alles nur Verzierung. Da kann ich auch nicht gucken. Hier haben wir noch mehr Schubladen. Da. Was ist das denn? Na, die Keycard. Der Ersatzhauptschlüssel für die Virologie. Ich weiß noch, wie ich auch so einen hatte. Okay. Perfekt. Wenn es in den Laboren irgendwas zum Projekt Pinfeather gibt, dann werde ich es finden. Okay. Durchsuchen Sie die Virologie-Labore nach Informationen zum Projekt Pinfeather. Das tun wir. Bestimmen Sie die Position des Standorts. Okay, finden Sie ein... Oh Gott. Mission von Probe F. Caches F. Finden Sie die Daten zu arbeiten an Caches... Alter, was soll ich denn alles finden hier? Laboratories. Combined Study Storage. Botany Life Samples. Okay. Bin ich hier richtig? Interdisziplinäre Studien. Wenn Chavez die Analysen noch an andere Assistenten neben Anton abgegeben hat, dann könnte sich hier drin was finden lassen. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir hier drin was finden. Sieht eher aus wie so eine Abstellkammer. Ein Sprachrekorder. Update zu Pinfeather. Wir konnten nicht so viel von Dr. Pearsons ursprünglicher Arbeit retten, wie ich gehofft hatte. Wie auch immer, es war genug, um einen Interimsstamm zu synthetisieren, den ich Cassius F. genannt habe. Morgen werde ich mir die Erlaubnis des Direktors für Tests am lebenden Objekt holen. Wahrscheinlich verdrehen wir Tests am lebenden Objekt. Und welche armen Teufel lassen wir denn diesmal über die Klinge springen? Wer redet denn da die ganze Zeit dazwischen? Hier ist doch niemand. Wen habe ich denn eben noch reden gehört? Leer. Nun, Proben da drin zurückzulassen wäre auch nicht gut. Okay. Schauen wir uns erstmal alles an, natürlich. Sind hier noch Proben drin? Moment. Das ist nicht meine Arbeit zu Cassius D. Das ist neu. Dann muss das also der Cassius F-Stamm sein. Gott, was ist denn das? Für ein Ding? Wie lange hast du das von mir verborgen, Chavez? Leer. Nun, Proben da drin zurückzulassen wäre auch nicht gut. Der Cassius-Stamm. Vorher und nachher. Chavez, du Miststück. Erwägung, kulturelles Wachstum, Bevölkerungsdichte, Folienvergrößerung, Panetquadrate, Wärmeaufwandskoeffizient, Photosynthese-Lichtquelle, größere Widerstand gegen Verfall, Lebensspanne größer als die von Caches D, weniger anfällig für Parasiten, schnelleres Wachstumsprofil, verbesserte Reaktion auf Signalnetzwerk. Zum Teufel. Ich schnüffle ja nur ungern herum, Leute, aber ich muss das wissen. Die meint, die kann das sicher machen, obwohl ich's nicht konnte? Von wegen.
Dr. Sight, Kenntnis nur bei Bedarf. Ich kann nur noch einmal wiederholen, wie unangenehm es mir ist, dass Sie Dr. Pearson nicht über unsere Arbeit an Pinfeather informieren wollen. Seine Qualifikation steht vollkommen außer Frage und seine Hilfe wäre bei der Entwicklung des F-Stamms von unschätzbarem Wert. Bitte überdenken Sie Ihren Standpunkt. Achso, das war schon. Okay. Und zu Recht, denn das kommt bei mir gar nicht gut an. Die meint, die kennt meine eigene Arbeit besser als ich? Jonathan, wenn Sie Ihr Gewissen plagt, kann ich ganz einfach auf jemand anderen fragen, mir bei diesem bahnbrechenden Projekt zu assistieren. Und dürfte ich Sie daran erinnern, dass die Ausrottung von H5N1 eigentlich schon Anreiz genug sein sollte? Meine Entscheidung, PP, Projekt Pinfeather, auf Kenntnis nur bei Bedarf zu setzen, hat die volle Unterstützung des Direktors. Nach Indonesien hat sich Dr. Pearson ganz klar dahingehend geäußert, dass für ihn eine Weiterentwicklung von Caches außer Frage stünde. Ja. Okay, können wir einen Bunsenbrenner anmachen. Da auch. Diese Akte Folder interessiert uns nicht. Ach, hier gehen wir wieder raus. Ja, interdisziplinäre Studien. Da haben wir nochmal das. Update zu Pinfeather. Wir konnten nicht so viel von Dr. Pearsons ursprünglicher Arbeit retten, wie ich gehofft hatte. Wie auch immer, es war genug, um einen Interimsstamm zu synthetisieren, den ich Cassius F. genannt habe. Morgen werde ich mir die Erlaubnis des Direktors für Tests am lebenden Objekt holen. Das wollte ich nur noch mal hören, ohne dass jemand dazwischen redet, weil eben... Ja, ich verzichte. Weil eben war ich ein bisschen abgelenkt durch dieses Dazwischenreden von irgendjemandem. Hier ist nichts. Kommen wir hier hin? Ah, Serverräume. Ja. Verdammt, das ist definitiv meine alte Arbeit an Cassius D. Okay. Was haben wir denn hier für... Viren, Pathogene, Toxine. Ja, das Übliche. Aber nichts, was uns interessiert? Scheinbar nicht. Dann machen wir wieder zu. Den Laptop können wir nicht benutzen. Da haben wir noch ein AB. Hey, ich bin's, Ming. Ist da jemand? Hallo? Verdammt. Falls jemand das hier hört, ich versuche gerade rauszufinden, wo Larsons Ausgangskarte gelandet ist. Bitte melden. Typisch für die chaotische Ming. Die sollte ihre Notizen mit denen von Anton vergleichen. Großer Gott, die testen Cassius F. an lebenden Vögeln. Die danach scheinbar nicht mehr so viel leben. Unglaublich. Chavez hat Arbeit wiederbelebt, die ich bereits beerdigt hatte und sie dann weiterentwickelt. Der nächste Schritt müssen Tests am lebenden Objekt sein. Ich muss zu lebendige Objekte. Also hier hat Pinfeather seinen Anfang genommen. Vielleicht komme ich jetzt bei lebendige Objekte oder Botanik weiter. Irgendwo in diesen Labors muss es doch mehr über dieses Projekt Pinfeather geben. Life Samples ist 2E, das heißt hier rechts neben ihrem Büro kann ich... Huch! Ich kann mich beamen mit Shift. Wie cool. Okay, hier wollte ich rein. Lebendige Objekte. Ich hoffe wirklich sehr, dass die nicht schon den neuen Cassius-Stamm an lebendigen Objekten ausprobieren. Wir wissen es, glaube ich, besser. Das tun sie schon. An Vögeln haben wir ja schon gesehen eben. Hier sind doch Vögel drin. Einige haben ein X, andere nicht. Was ist denn hier drin? Die Streuung des Ausbruchs auf Calico Island ist ideal zu Testzwecken und verschafft uns einen großen Infektionspool, mit dem wir arbeiten können. Zu testende Behandlungsansätze, Vektorlimitierung, Antigene und Neuraminidasehemmer. Die ersten Ergebnisse sollten bald eintreffen. Großer Gott, die tun's wirklich. Aha. Die haben einen Ausbruch der Vogelgrippe entdeckt und jetzt klinken die sich damit rein. Hier ist nichts. Okay. Erstmal im Müll wühlen, ob da irgendwas leer. Ist. Das ist leer. Ah, nichts. Nichts, okay. Wenn er das schon sagt, dann glaube ich ihm mal. Was ich mich schon immer gefragt habe, gibt es wirklich Designer für Laborkittels? Das ist eine wichtige Frage. Die Aufzeichnungen von irgendwem. Chavez meint, meine Berechnungen sind falsch. Aber Chavez fällt nicht die Entscheidungen. Nicht hier unten. Mal sehen, wie falsch ich liege, wenn ich der ein Photon per Quantenteleporter in den Arsch schiebe. Was? Sie wäre entzückt, da bin ich mir sicher. What the fuck? Hier komme ich nicht rein.
Vertraue ich auf mein Glück? Nee, eigentlich eher nicht. Wir müssten also noch irgendeinen Code finden. Was haben wir denn hier? Antwort, Filmabend. Kamba-Bitches aller Länder, vereinigt euch. Kann ich nach der Arbeit mal vorbeischneien? Haben wir nicht genug apokalyptische Szenarien auf der Arbeit? Ich bleib zu Hause mit meinen Sherlock-DVDs. Filmabend. Der heutige Marathon besteht aus Pandemic, The Day After Tomorrow und Armageddon. Ich bin's, Cem. Eng ist dran mit Popcorn. Okay. Vogelbestand. Karim, die Vögel von Standort 2 sind in Kisten verpackt und einsatzbereit. Bitte priorisieren Sie daher die Sicherung weiterer Spezimina zwecks Infektion ausbringen an Standort 3. Code-Erinnerung. Solche, die im Nest bleiben. Muss für die Tür zum inneren Labor sein. Ich muss da rein. Solche, die im Nest bleiben. Hier hat ja keiner Neste, oder? Oder die mit den Xen? 1, 2, 3. Aber das ist, okay, das ist ja 10. Warte mal. Hier hat keiner mehr ein X, ne? Nee, okay. Da wäre das 1, 0, 2, 8 vielleicht. Was war das nochmal? Ach ja. Die im Nest bleiben. 1, 0, 2, 8. Na, das war's wohl nicht. Okay. Hier ist auch keine Zahl dran an den Eiern. Also ich würde jetzt sagen, die im Nest bleiben, sind die, wo ein X dran ist. Vielleicht aber auch 2810. Probieren wir das mal. Oder können wir hier an dem Foto was sehen? Ne, Birds of America. Was habe ich jetzt gesagt? 2810, so von oben nach unten. 2810. Ha! Sesam, öffne dich. Yes! Und da werden wir in der nächsten Folge mal reinschauen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde, und begebt euch weiter mit mir auf diese spannende Reise in die Assembly. Macht's gut. Tschüsschen!